Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Mutality. Derzeit gibt es wieder ein Angebot der Woche und zwar ist es diesmal der Rheinmetall Skorpion G. Der sieht bei euch wahrscheinlich anders aus als bei mir. Ich benutze das GDZ Modpack, da ich keine Krabbelkäfer mag und auch alle Spinnentiere verabscheue, habe ich hier dank dem GDZ Modpack ein graues Fahrzeug. Ihr da draußen bekommt, wenn ihr den Rheinmetall Skorpion ja kauft, nicht das GDZ Modpack benutzt und nicht den Skin runterladet, dann habt ihr ein gelbes Fahrzeug mit braunen Streifen und einem riesigen Skorpion auf dem Turm. So, aber kommen wir erstmal zum Fahrzeug. Es gibt den in dreifacher Ausführung hier im Premium Shop für 130 Euro. Alter, Wargaming, wirklich. 60 Euro und 39,75 Euro. Ja, ich würde zum kleinen Paket greifen. Aber gut. Für 40 Euro knapp bekommt ihr einen Jagdpanzer Premium. Mit einer Panther-Unterwanne und einer sehr großen 128 mm Kanone, 12,8 cm, so rum. Passiert mir öfters. Wir haben 246 Durchschlag, was sehr, sehr viel ist. Wir haben 490 mittleren Schaden, das Ganze auf Stufe 8, ohne angepasstes Matchmaking. Mit einer Streuung von 0,3, das hat aber nicht zu bedeuten, dass der immer trifft. Ja, das ist nicht so. 2,1 Zielerfassung. Ja, ich habe den hier ausgebaut mit einem Ansetzer und einem verbesserten Richtantrieb. Das hat auch seinen Sinn, da ich den relativ mediumlastig fahre. Wenn ihr da draußen aber wirklich sehr, sehr stationär unterwegs seid, also ihr stellt euch in den Busch und wartet und wartet und wartet, kann man das hier noch gegen ein Sternfernrohr austauschen. Das macht auch Sinn. So, wir haben Platz für 4 Leute. Das ist nicht sonderlich viel, zumal einer davon ein Funker ist, was ein bisschen doof ist. Und für Crewausbildung ist der nicht so dolle. Der ist wirklich nicht dolle für Crewausbildung, weil einfach die entscheidenden Plätze der Ladeschützen fehlen. Ja, das ist echt nicht gut. Ansonsten hat er hier hinten noch ein ganz kleines Detail, vielleicht habt ihr das noch nie gesehen. Da ist ein Foto von Marlene Dietrich drin, ganz lustig. Und ja, wir werden das Ding jetzt einfach mal testen. Null Panzerung, bisschen Mobilität, absolut mieses Tarnverhältnis. Also ne, ist das die Tarnung von dem Ferdinand. Also wenn ihr mit dem Ferdinand euch verstecken konntet, könnt ihr es mit dem ja auch. Wenn ihr es nicht geschafft habt, dann schafft ihr es mit dem auch nicht. Und ansonsten haben wir eine sehr, sehr krasse Kanone, die nicht immer gerade ausschießt. Aber mal gucken, wie er sich im Gefecht schlägt. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon im Gefecht zusammen mit unserer Nubia im T26E5. Wir sitzen im Skorpion G. Hu. So, okay. Mal gucken, ob wir hier unser großes graues, ja, bei mir ist der grau, großes graues Ungetüm verstecken können. Ich hoffe ja mal, dass Wargaming irgendwann mal eine Version bringt, die man auch selber anmalen kann. Dann wäre der ja richtig sexy, glaube ich. Aber Spinnentiere mag ich nicht. So. Mal gucken, was unser Team jetzt macht. Ist jetzt nicht so dolle. Ich wäre rübergefahren, aber da die Mediums sich so lange Zeit gelassen haben. Ja, das wird nichts. So, wir haben einen gewissen Vorteil. Ne? Unser Tarnwert ist halt nicht so dolle. Der ist wirklich echt schlecht. Wir gehen sehr schnell auf. Wir haben keinerlei Panzerung. Und wir sind mobil, ja, aber nicht der schnellste. Dafür ist die Kanone relativ gut. Sie trifft zumindest ihr Ziel. Ob ihr durchschlagt, ist was anderes. So präzise ist sie denn doch nicht, dass man auf Weak Spots zielen kann. Aber ich sag mal so, wenn da ein Panzer mit der Seite zu euch steht, kommt man meistens auch durch. Wir schießen relativ schnell mit der Kanone. Sehr angenehm. Und wenn man eine gute Position hat, hinter zwei Büschen oder so, dann geht man auch nicht auf und kann dementsprechend auch gut farmen. Dazu gehört aber, wie immer, ne, die beiden großen Vents, wenn man eine gute Karte hat und ein blödes Gegnerteam. Weißt du, was wir auf keinen Fall haben? Sicht. Sicht haben wir null, nee. Es existieren nämlich keine Lights. Ja, ist großartig, ne? Die ganze Zeit haben wir Lights als Top-Tier oder sonst was und jetzt, wo wir sie mal brauchen, sind sie nicht da. Ich kann hier auf nichts wirken. Ja, wir können hier, glaube ich, oben gleich abfahren. Oh, was kommt da? Oh, den können wir beschießen. Der dürfte uns auch nicht sehen, weil wir wirklich auf Extremreichweite schießen. Ich bin abgeprallt. Läuft ja bei dir. Am Leo. So, dann werden wir mal uns nach oben fokussieren. Da werde ich aber rechts in die Büsche hoppeln. Ja,
Jetzt sehen wir wieder nichts, weil unser Mann 030 da unten einfach gewastet hat. Aha. Ja, der war zickig, ist deswegen da runtergefahren und gestorben. Ah. Hilfreich. Sehr hilfreich. Okay. Also, wenn der TVP hier irgendwann mal... Der macht nichts auf, der steht 15 Meter hinterm Busch. TVP, wirklich dein Ernst? Der sieht halt nichts. Müssen wir uns auf die Suche verlassen, das ist ja geil. Ja, die Badget können wir nicht mehr beschießen, die ist zu nah dran. Dann müsste ich weiter vorfahren und irgendwie will ich das nicht. Jetzt sowieso nicht. Wir müssen die abfangen, wenn sie hier hochfahren. Ja. Sie sieht sehr motiviert aus. Tschüss, nee. So. Jetzt bist du vorne, ne? Ja. TVP hat sich zurückgezogen. Oh Gott, das Haus ist ja kaputt schießbar. Ja. Oh, ich bin offen. Dann noch zurückziehen? Nee. Das ist nicht gut. Komm schon, Badget, stirb. Ich kann nicht drauf schießen. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen weiter vorwage. Nope. Bin aber aufgegangen. Ich hau wieder ab. Ja, keine Panzerung, ne? Gott, ich lebe noch. Noch. Ja, und HI tut uns richtig weh. Also, ich habe hier mehrere Schlachten schon erlebt, wo ich Leute gewonshottet hatte, die in einem guten Skorpion-G sitzen. Oder auch gewonshottet worden bin durch HE von einem Type 5 oder so oder von der Artillerie. Das passiert sehr, sehr, sehr schnell. So viele Hitpoints haben wir nicht. Wir haben nur 1150. Das sind nicht viele, mit denen man spielen kann. Da muss man echt aufpassen. Der Indian steht auch irgendwo geradezu. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Warten auf die? Wir haben keine Hitpoints. Wir können doch nicht vor. Und da kommt man ja wenn dann Schienen. Ja. Kommt ja wenn dann auch nur ein Typ 61. Wir müssen mal unten im Ja, und der Indien ist noch da hinten. Ja. Und eine Su 101. Also drei von den Panzern. Hat die auf dich geschossen? Ja, hat mich auch zweimal erwischt. Stimmt mich auch. Schade. Okay, der Stridswagen steht da hinten am Oh, sorry. Das war nicht hilfreich. Entschuldigung. 5 Sekunden, dann kann ich den Stritzwagen nochmal beschießen, wenn der hier vor mir aus dem Sichtfeld geht. Mit 128 müssten wir da eigentlich durchkommen. Nö, kommen wir nicht. Dann müssen wir höher zielen. Das wird dann Spaß. Oh lol, meine Granate flog ja sonst wohin. Na hurra, das meinte ich, ne? Da kommt der Typ. Normalerweise ist der Panzer eigentlich relativ präzise, aber... Manchmal hat er so Dinger, wo du denkst, so, was zum Teufel war das? Der Indian ist an der Basis. Der Indian ist hinter der Basis. Ah, das ist nicht gut. Den kriegen wir auch nicht mehr auf, ne? Ich versuch's gleich nochmal. Außer, aber der T-34 hinten macht gerade Fehler. Okay. Also man muss hier schon richtig kämpfen, ne? So wirklich... Abfahren mit dem hier geht gerade nicht. Ich sehe den Indien nicht. Unser Zenturant fährt vor. Da ist er. Das ist der Indien. Oh, wie kann ich denn so daneben schießen? Krasse Sache. Krass. Und da kommt der Type. Der schießt ja eh. Weil er mich erwartet hat. Und die Adi. Ja. Kommt ja alles zusammen hier. Gott, ey, wenn meine Geschosse wenigstens treffen würden, dann wären wir jetzt schon längst bei 3000 Schaden oder so, aber... Ne, so oft wie der hier daneben gewommelt hat, ist echt nicht schön. Ich hoffe, jetzt kriegen wir bald Verstärkung, weil ich kann mich nicht mehr lange verstecken vor denen. Wenn er jetzt beschließt, mich anzugreifen, habe ich ein Problem. Vielleicht können wir ihm vorher noch eine mitgeben. Oder wir nehmen den Indienpanzer raus. Das geht auch. Ja, den haben wir. Oh, der fährt weg. Die Su ist noch im Cap. Die Su ist noch im Cap, ja.
Oder in der Nähe des Caps. Da will ich auch gar nicht raus. Oh, verdammt. 6 Sekunden noch. Jetzt habe ich ein Problem. Du musst rennen, du musst rennen. Ich habe Hisu noch mitgenommen. Ja, komisches Spiel. Das war wirklich ein sehr seltsames Spiel. Wir hatten keine Sicht, konnten also auf Entfernung nichts machen und im Nahkampf ist der jetzt nicht sonderlich gut. Weil wir haben einfach nichts, ja, was wir rausgucken lassen können. Ne? Der Turm ist weich wie Butter. Da kleine Hummeln oder sowas, die fliegen da einfach durch. Und es ist halt nur Alufolie. Wir haben 2631 Schaden gemacht. Das, ja, war okay. Hätte besser sein können. Und, ja, 72.000 Credits. Aber ihr seht, die Munition ist arschteuer. Wenn wir nicht treffen, tut's richtig weh in der Geldbörse. Ich finde den auch als Premium an sich nicht sonderlich gut. Aber gut, hängen wir mal noch eine Runde dran. Vielleicht können wir noch mal irgendwo was abfarmen. Weiter geht's mit unserem Skorpion G. Und mal gucken, ob wir hier dem einen oder anderen den Tag versauen können. Oder ob sie mir den Tag versauen. Das war heute schon ein paar Mal der Fall. Das große Problem, was ich mit dem hier habe, ist tatsächlich die fehlende Panzerung. Ich bin, glaube ich, noch nie so oft gewone-shottet worden wie heute. Sei es durch Artillerie oder durch Type 5 oder sowas in der Richtung. Ne? Ihr wisst schon, große HE-Kanonen, die tun echt weh. So, aber dem AMX können wir gleich noch eine mitgeben hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Auch geh wieder auf. Ich weiß, dass du noch da bist. Ich schieße einfach mal. Gucken, ob wir den noch treffen. Upp, boah. Ja, ich bin offen. Einfach so. Und schon haben wir direkt 2 Schüsse kassiert. Das passiert auch sehr, sehr häufig. Wenn man nicht aufpasst, geht man doch relativ schnell auf. Und die Gegner brauchen nur grob in eure Richtung halten. Und schon tut's weh. Wir müssen einzielen. So, okay. Das heißt für mich aber auch hier, tschüss, ne? Tschüss. Ich gehe dann mal. Weil das ist mir nix. Guckt euch das an. Direkt durch die, ja, Kanone. Kanonenblende. Durchs Alu-Papier. Aber jetzt wissen sie, dass wir da sind. Das hat keinen Sinn mehr, da rumzustehen. Die werden da auch blind reinhalten. Ist mir zu gefährlich. Wir haben nur noch 329 Hitpoints. Das geht verdammt schnell, weil der hier tatsächlich sehr wenig Hitpoints hat. Der hat nur 1150. Das ist auf die 8 echt wenig für null Panzerung und so ein Riesending. Aber gut, vielleicht können wir ja noch ein bisschen was machen. Ist alles nur für einen einzigen Schuss? Naja, vielleicht 2. Traurig. Oh, da können wir was machen. Oh, der war schon eingezählt. Unsere Einzielzeit ist ein bisschen höher. Und wir schießen daneben. Großartig. Das meine ich. In letzter Zeit habe ich echt Pech mit den Granaten. Das ist traurig. Hier kommt eine IS-7 zu mir. Das finde ich auch traurig. Kriegst du den weg? Nö. Und ich bin schon wieder offen. Keine Ahnung, was mich aufgemacht hat. Ich schätze mal irgendwas durch die Mitte. Aber wir sind ja mobil. Na, wir testen ein bisschen unsere Mobilität. Ist jetzt natürlich doof, dass wir ATWZ was. Dass wir absolut nichts aufmachen können hier, beziehungsweise nichts beschießen können. Zum Spotten sind wir eher nicht da. Und der WZ ist gerade ein ernsthaftes Problem für unsere Leute. Und hat sich erledigt. Objekt 260, okay. Oh, IS-7 hat Nubia geholt. Die letzten 84 Hitpoints der IS-7. Mhm. Ärgerlich. So. Ich glaube nicht, dass die da oben weiter angreifen. Das bezweifle ich ganz, ganz, ganz stark. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal weiter hier in die Richtung. Ein IS-3 ist da oben noch, okay. Okay, dann kommen sie vielleicht doch. Vielleicht kommen sie doch, vielleicht habe ich mich geirrt. Ich an deren Stelle wäre jetzt zurückgefahren. Aber gut. Wir werden ein bisschen snipern und uns darauf konzentrieren. Sobald der IS-3 da rausgeht, wird das hoffentlich was. Und eventuell müssen wir wieder zurück, weil da steht ja noch ein Waffenträger. Das ist nicht gut. Dann fahren wir nochmal zurück.
So, jetzt ist unser Objekt also ziemlich alleine. Können wir nicht zulassen. Komm, ihr ist drei, komm, ihr ist drei, komm, ihr ist drei. Zeig dich. Ja, bleib doch da nicht stehen. Dann treffe ich dich doch nie. Oh, jetzt ist das Objekt weg. Naja, es sind halt nur noch vier Panzer, ne? Vielleicht, wenn du dich hier ins Wasser begibst und dann näher rankommst. Ja, unten durch. Musst du aufpassen, dass die Links dich nicht treffen. Wenn ich den IS-3 angreife, bin ich im Kreuzfeuer. Und da nichts aufgeht, kann ich mich nicht mal wehren. Ich müsste jetzt hier erstmal stehen bleiben und warten. Auf irgendein Light oder so. Da ist der Light. Na, ihr Strike kann ich nicht mehr beschießen. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir hier in der Mitte noch ein bisschen was machen können. Die Strike zieht sich in die Stadt irgendwie. Ja, oh, da muss ich jetzt aber schnell sein hier, sonst sieht er mich. So ist besser. Aber es geht halt kein Licht auf da, wo die alle stehen. Das ja, weil wir nur Heavy Standen haben, die brauchen einen Ticken. Ja, weil unser Hu ganz hinten rumsteht. Da haben wir doch was. Der Rest wird entweder dahinter stehen oder im Keller. Der Hu ist AFK. Ah, super. Das haben wir heute auch schon öfters gesehen. T30 will nicht mehr. Okay, greife ich den S3 mit an. Aber nur mit. Oh. Ist ja noch ein Amix. Ah, ein Vorder. Pass auf der T30. Ja, ich weiß nicht, wohin der schießen kann. Wohin der zielt. Schätze mal in meine Richtung. Ja, vermutlich. Jetzt müsste ich eigentlich wieder zu sein. Ja, sieht gut aus. So, der macht mich jetzt auch nicht auf. Sehr gut. Weil Baum. Oh. Nur getrackt. Na komm schon. Na komm schon. Ladezyklus. Zieh durch. Oh, oh Lowroll. Oh. Ja, heute soll es halt einfach nicht sein. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen den Panzer näher bringen, aber ich glaube, man hat die paar guten Seiten und die vielen schlechten auf jeden Fall gesehen. Ich denke, das habe ich hingekriegt, euch die schlechten Seiten zu zeigen. Ich bin echt kein guter Fahrer mit dem. Ich mag den nicht. Geht der nach? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall springe ich damit rein, wenn der hier ein bisschen rumballert. Na? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nope. Oh oh. Da fehlt die Gun Depression. Und er zielt halt immer der noch in meine Richtung. Oder? Ich glaube schon. Ja, kriegt er auch. Aber ist egal, wir konnten noch mal einen Schuss drauf abgeben. Ja, wir haben beide Runden nicht überlebt. Lol. Hatten wir schon lange nicht mehr. Aber das liegt tatsächlich daran, dass ich mit dem Ding echt nicht zurechtkomme. Da draußen gibt es bestimmt Leute, die kommen damit zurecht. Die landen auch wahrscheinlich ihr ganzes Leben nur auf Malinowka und haben immer einen Scout an ihrer Seite. Aber alle anderen, die auch mal auf Himmelsdorf landen oder auf Ensk oder so, ich finde den nicht gut. Der hat seine Momente, aber die sind rar gesät, zumindest bei mir. Und ihr seht schon, Credits macht er. Ja, aber die Munition ist halt auch arschteuer. Wir müssen also wirklich sichere Schüsse abgeben, sonst wird es wirklich nicht viel von dem, was wir hier verdienen. Aber gut, soll es auch erstmal für heute gewesen sein mit dem guten Rheinmetall Skorpion G. Für TD-Liebhaber oder Medium-Fahrer ist das vielleicht was, aber denkt dran, ne? Tarnwerk gleich null, also Vorsicht. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüss. Hüter der Herde, Juni 2017. Wir haben wieder vier neue, und zwar Henning W., Nikishi 87, C-Daum und Acetylcholinrezeptor. Vielen lieben Dank an euch vier. Ihr seid die Hüter der Herde, ihr seid eine große Stütze. Dankeschön. Aber da draußen gab es noch andere Verrückte, die auf tp.com/motality ein bisschen was dagelassen haben. Und die Verrücktesten sind hier jetzt als Special Thanks nochmal drin. R. Bellrock, San Forgiven 1977 und Lertes. Dankeschön an die Herde, ihr seid echt die Größten. Wahnsinn.